Ja, herzlich willkommen. Heute Interview mit Matthias Auer, dem A-Jugendtrainer von Germania Schwanheim. Super gestartet, ungeschlagen in der Hessenliga, Platz 2 momentan. Was zeichnet euch aus? Auszeichnen tut uns momentan, denke ich, dass wir eine sehr, sehr gute Einheit auf dem Platz sind. Man muss dazu sagen, dass bereits 14 Spieler, die letztes Jahr schon in meiner Mannschaft gespielt haben, jetzt auch spielen. Das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn so viele Spieler schon teilweise eingespielt sind. Wir haben, denke ich, ganz gute Jungs dazu bekommen, neue. Und momentan passt die Stimmung einfach, die Mischung ist relativ gut. Ich finde, wir haben eine sehr, sehr hohe Trainingsqualität. Also das muss man auch deutlich mal dazu sagen, dass das Training momentan sehr, sehr gut und sehr, sehr hoch ist. Auch die Jungs, die bis jetzt noch nicht so zum Zug gekommen sind, lassen sich nie hängen. Und ich glaube, das merkt man einfach auch sonntags dann auf dem Platz. Ja, in der Tabelle spiegelt sich das auch wieder. Es ist natürlich noch früh in der Saison, aber wo soll es hingehen? Wie ist die Ambition? Ich muss immer so ein bisschen differenzierter betrachten. Für den Verein ist in erster Linie wichtig, die Klasse zu halten. Das ist immer das erste Ziel, die Hessenliga zu bestätigen, Jahr für Jahr. Andere Ziele sind natürlich auch, viele junge Spieler oder möglichst viele junge Spieler in den Verbandsliga-Kader zu bekommen. Das war die letzten 2 Jahre jetzt nicht so der Fall, aber wir versuchen es dieses Jahr wieder, weil ich denke, wir haben einen sehr, sehr guten alten Jahrgang jetzt hier drin und davon können einige auch, haben locker das Niveau, Verbandsliga zu spielen. Die Jungs haben sich auch eigene Ziele während des Trainingslagers gesteckt. Die sind ein bisschen höher als Klassenerhalt. Was davon realisierbar ist, werden wir am Ende der Saison sehen. Ich denke, es sind ambitionierte Ziele und daran werden die Jungs auch von meiner Seite aus gemessen. Für dich persönlich, du bist 22 Jahre alt, sehr, sehr junger Trainer. Was sind die genauen Ziele in deiner Trainerlaufbahn? Genaue Ziele in der Trainerlaufbahn weiß ich nicht. Also für mich, ich kann immer nur gucken, wo ich jetzt bin. Ich meine, ich habe bis jetzt noch keinen anderen Verein außer Germania Schwanheim trainiert. Meine Ziele hier sind immer die Weiterentwicklung der Mannschaft, sowohl fußballerisch, taktisch, aber auch menschlich, charakterlich die Jungs weiterzuentwickeln. Und ja, das ist immer so mein erstes Ziel, also für die Mannschaft versuchen, alles zu geben. Ich denke, ich bin ein sehr ehrgeiziger Typ, der immer gewinnen will und nie zufrieden ist, auch selbst bei Siegen. Nie irgendwie sagt, toll Jungs, sondern immer versucht, noch auch Verbesserungsvorschläge, Verbesserungspotenzial herauszuziehen. Was jetzt speziell meine Ziele betrifft, kann ich nicht sagen. Ich bin hier zufrieden, ich bin glücklich, Hessenliga trainieren zu können. Was in der Zukunft gibt, werden wir sehen. Ich werde nicht mit aller Macht irgendwie hier weg wollen oder so. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Verein, mit der Mannschaft. Was kommt, wird man sehen.